Das Wetter in der Woche. Wenn Sie Angst haben, dass der Krieg kommt, gehen Sie einfach mal vor die Haustür, schauen Sie nach. Vielleicht ist er ja schon da. Momentan wird alles dafür getan, dass er auch wirklich kommt. Nehmen Sie jetzt mal beispielsweise den Irak. Der Irak hat ja längere als Israel, nicht? Wobei Israel schneller ist. Also entweder der längere oder der schnellere. Das ist so, nicht? Wie mit der Demokratie. Die Bundesregierung sagt ja, also Merkel und die ganze Bande, nicht? Die sagen ja, Demokratie ganz zuerst, also jetzt nicht 150%, auch nicht 80%, aber so 75%. Und zwar zuerst in Venezuela. Wenn die nicht gut tun mit diesem Maduro oder so, nicht diesem Sockenfabrikanten, nicht? Dann knallt es aber, dann kriegen die keine Anerkennung mehr, nicht? Und also als erstes jetzt Demokratie in Venezuela und zweites dann auch Demokratie in Russland, Demokratie in China, Demokratie in Saudi-Arabien, Demokratie in Tunesien, Demokratie in Ägypten, Demokratie in Zentralafrika. Also überall Demokratie, verstehen Sie? Das ist wahnsinnig, was wir. Und wenn die nicht mittun, also wenn die Demokratie nicht machen, kriegen die einfach von uns keine Waffen mehr. Nicht? Ich sage ja, früher haben wir ja auch immer, früher war der CIA und so, und die waren ja früher sozusagen, haben das alles mit den Denkfabriken ausgeheckt und ganz im Geheimen sozusagen diese Umstürze gemacht. Nicht? Heute sagt ja dieser Vize-Dings von dem Trump, nicht? Umsturz! Nicht? Er fordert die Armee zum Umsturz auf. Nein! Quatsch, nicht gegen Trump, gegen Venezuela, gegen diesen Maduro, aber vielleicht machen die es ja auch selber. Es ist eben alles eine Frage, wer bietet mehr in diesen Zeiten? Wer bietet mehr? Nicht? Heil bietet jetzt, ja, damit die SPD gewinnt, Heil bietet ja jetzt 472 Euro an für uns, für Sie, für mich, für alle Geringverdiener. Nicht? Wenn Sie die Wahl gewinnen, nicht? Wenn Sie die Wahl, wenn nicht, ja dann...